Geschick und Reflex war. Das werfe ich jedes Mal durcheinander. Also Reflex ja, ist immer noch die, Nee, achso, ich wollte nochmal erklären. Ich ja schon erklärt, weil du gerade sagtest, nochmal, weil ich schon wieder vercheckt habe. Ja, also Reflex ist die Wahrscheinlichkeit, wie man ausweicht, und Geschick ist dann die Wahrscheinlichkeit, wie oft man in dem, wie heißt das Fenster, dann im Kampfmenü. Also wenn die Monstercharaktere dann zum Angriff dran sind, also wie oft man halt rankommt, das ist Geschick. Bestechen, also Level 3 Sphäropässe haben wir meines Wissens nach nicht in der Tasche. Bestechen ist später echt eine gute Ability, damit kann man viel Items abstauen. Ja, spätestens in der Monsterfarm ist es dann schon fast vonnöten, um sich Sachen für einen noch späteren Verlauf zusammenzubasteln. Da freue ich mich schon drauf, wenn du in der Monsterfarm bist. Ich bin auch gespannt, weil ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, wie ich das machen werde. Also na klar werde ich Don Tomberry benutzen, um dementsprechend meine Runden über Sphäropel zu drehen, ohne Frage. Weil sonst spiele ich 1000 Parts, bevor ich den Richter umlegen kann. Bis ich die Runden auf dem Sphärobrett dann vollständig habe, um meine Stats so weit hoch zu haben. Aber wie ich das machen werde, um an die ganzen Items zu kommen, um dementsprechend Waffen und so weiter und die ganzen Spheroiden zu basteln, beziehungsweise die zu bekommen, da muss ich mir noch überlegen, wie ich das machen will. Bevor wir jetzt hier weiter doof rumvegetieren, kriege ich mir erstmal nach hier unten und hol mir Gemach. Aber wieso, was denkst du denn, womit ich meine Probleme haben werde? Ja. Das heißt, ein Problem, ich weiß nicht, wie gut du dann später spielst. Also ich persönlich habe da noch meine Probleme in der Monsterfarm bei einigen Gegnern, ist die Spezialgegner. Und da habe ich halt wirklich noch meine Probleme, weil ich immer so weit gespielt habe und irgendwann dann einfach aufgehört habe. Ich weiß bis jetzt nicht, wieso. Da habe ich wieder Bock auf ein anderes Spiel bekommen. Ich kenne das, wenn man so zwei, drei Mal dann, Moment. Wenn man so zwei, drei Mal am selben Gegner dann abkackt, das ist dann eher kontraproduktiv. Ja, da habe ich eigentlich kein Problem damit. Das macht dann noch mehr Spaß, wenn das dann mal geschafft hat. Da ist der Siegesgefühl größer. Ich gehe ein bisschen nach hier oben. Hier hätten wir HP, dann würde ich hier reinkommen. Was haben wir hier? Magiebrecher. Das wäre etwas für Orin. Orin dann rumvegetieren. Orin ist hier hinten, ne? Mit Orin komme ich da ja schneller dran. Also lasse ich Orin da lang gehen. Der hat hier nämlich... Obwohl, hier ist der versprochene Bodyguard, den ich haben möchte. Aber es sind noch verdammt viele Schritte, bis ich da hinkomme. Ich glaube, ich werde mit Orin bis da laufen und nachher ein Teleport, wenn ich zwei Stück abstaue. Ja, ja, den ich kommen nicht dahin teleportieren, dann gehe ich einfach mir hier den... Was haben wir hier? Schlafhieb, nee. Dann habe ich einen Walker schon, das ist uninteressant. Jetzt gehe ich einfach erstmal weiter runter, aber werde mir trotzdem hier noch einsammeln. So. Was haben wir da noch? Geschick, ja komm, dann mache ich den Schritt auch noch. Dann habe ich hier die 200 HP, die mir da auf jeden Fall helfen. Weil die Treffer, was haben wir hier? Hier haben wir Treffer, die werden jetzt erstmal uninteressant. Ey! Nein. Ich hätte mal Treffer gehabt, ne? Mal schauen. Ja, Trefferquote um 2. Irgendwie hat Tidus hier bisher den besten, bis auf Waka. Also erstmal uninteressant, würde ich knatsch behaupten. Weiter geht's mit Orin. Und wo stehen wir mit ihm? Mit ihm stehen wir da. Gut. Ja, der Allesbrecher. Also erstmal schön träumen, bis wir die Level 4 Sphäropässe haben, um da dran zu kommen. Das dauert noch ein paar Spielstunden. Gut, ganz aber recht. Wir gehen trotzdem. Füllen wir erstmal hier aus, was wir hier noch haben. Was haben wir hier? Reizen. Reizen wäre also für einen Bodyguard. Das schön kombinieren, würde ich behaupten. Hier haben wir den Retard-Hieb, den habe ich mit Tidus schon.
aber trotzdem als zweite Option, ich muss ja jetzt nicht unbedingt da rum, ne? Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier hin, um auf jeden Fall Reizen zu erlernen und die Angriffskraft um 1 zu erhöhen. Ja, das ist immer das Schwierige beim Kommentieren dann. Du bist eigentlich voll am Überlegen, wie du läufst und musst aber halt auch gleichzeitig noch irgendwie den Mund aufmachen, damit dann nicht die ganze Zeit nur die Lala vom Spiel läuft. Und irgendwie merke ich immer wieder, wie kompliziert das doch eigentlich ist. So irgendwie logisch zu überlegen, wie läuft der jetzt und verlaufe mich dann trotzdem auf dem Brett. Also ich nehme da eigentlich meistens den vorgeschriebenen Weg, aber das ist irgendwas am Standard wäre. Hier spiele ich jetzt auf dem Profi-Brett. Das habe ich zuletzt auch genommen. Ich glaube, da ist ja eigentlich nicht ein großer Unterschied. Finde ich jetzt. Also die Standardweg ist immer noch da. Ist der Buddy gerade gelernt? Nur halt. Der Unterschied finde ich zwischen dem normalen und dem Standard ist halt, dass du hier viel mehr leere Flächen drin hast. Wo du dann halt nicht erst ein Ability zum Löschen vom Feld haben musst. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, Sprengsteroide. Ich hab gerade irgendwie ein Loch im Kopf. Schon, ja. Womit du dann halt, was weiß ich, die Abwehrkraft um 2 rauskicken kannst und schmeißt dir dann 4er da rein. Doof gesagt, einfach jetzt nur, um halt die Stats ordentlich voll zu kriegen. Oh, schön, direkt 2 HP-Felder, das gefällt irgendwie Daniel. Ich stehe jetzt aber mit Eis schon fast auf einer Stufe, das gefällt mir dann wiederum nicht. Davon sind halt viel mehr leere Felder einfach vorhanden, dass ich nicht so viel löschen muss. Weil er lernt halt dann halt Abilities und so viel später erst. Das ist dann wiederum der Nachteil. Weil wenn ich jetzt überlege, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um mit Titus an Hast zu kommen, das war schon nicht mehr schön. So, wo gehen wir denn mit Juni lang? Boah, Echo Funny. Jetzt haben wir hier Almosen, das ist eigentlich Rikus Weg, Fortuna, den werden wir definitiv nicht gehen. Hier haben wir ein MP-Feld. Was haben wir hier? Vitra. Also Vitra möchte ich auf jeden Fall einstauben. Also ich würde Juna nicht als Kämpferin oder so ausbilden, sondern wirklich halt als Weißmagierin. Das passt einfach zu ihr. Ja, ich meine, nachher kannst du auch mit Juna mit dem Stöckchen draufhauen und du ziehst maximalen Schaden ab. Also. Ja doch, ich so weit hatte ich es noch nicht, wo das funktioniert. Muss ich zugeben. Also, es geht definitiv. Auch Riku finde ich ist ganz am Anfang eine sehr schlechte Nahkämpferin. Da hat sie wirklich nur bei mir als Diebin gedient. Das heißt, wenn ich irgendwelche Items klauen wollte oder so, aber sonst war die immer schön irgendwo hinten im Team. Und wenn du dann halt ein paar Runden über dem Brett gedreht hast, dann macht das dann doch schon relativ viel Spaß, wenn du dann siehst, die haut da drauf und max Schaden. Ja, das ist dann halt auch wirklich der Reiz des Spiels, dass man dann wirklich die Charaktere so weit wie möglich, ich sag mal, ausbaut und dann halt die größten Gegner platt macht. Finde ich übrigens sehr schade, dass der Endgegner vom Spiel halt im Gegensatz zu den anderen versteckten Gegnern halt wirklich sehr schwach ist. Wir möchten jetzt nicht spoilern, wer es ist, aber es ist wirklich schon leicht enttäuschend, wie einfach und vor allem, es wird einem der Sieg ja fast geschenkt, wenn man es ganz kritisch sieht. So, jetzt habe ich 2 Shell-Magierinnen, also 2, das wirst du in 1 oder 2 Folgen wirst du das erfahren, dass Lulu Weißmagie beherrscht, und zwar Shell. Weil ich mit Juna einfach so weit entfernt davon war. Und Brutus hat sie, glaube ich, auch. Ja. Ich bin mit Lulu nämlich so weit abgewichen, dass ich gar nicht weiß, warum. Stell ich gerade mal so fest. Weil sie läuft hier gerade über ein Weißmagierfeld. Also die Gar-Zauber hat sie noch nicht. So, allerdings, schnell sehr schnell. Oder Theo. Oder Juna als Schwarzmagierin ausbilden, weil bei mir hat sie auf jeden Fall immer mehr Magie als Lulu. Wie
Wüste, also spätestens in der stillen Ebene hat sich das hier alles, also dieses, ich brauche noch ein Level, um da hinzukommen, erledigt, weil dann werde ich mit dem Tonberry mich rumstreiten. Ich weiß nicht, ob du den Trick halt kennst, wenn du Askese und, ich glaube, Kampfgeist einsetzt. Ich weiß gerade gar nicht. Ne, ist doch halt also relativ praktisch, gesehen. Um das Sphärobrett schnell zu umrunden. Ich möchte halt auch nicht... Fast einen Schritt zu weit. Ich möchte halt nicht zu overpowered sein, sondern halt das irgendwie schön im Gleichgewicht halten, dass wir halt noch ein bisschen kämpfen müssen, aber nicht gucken müssen, dass wir direkt umkippen, wenn wir einmal böse angeguckt werden. Das wäre dann auch wieder scheiße. Da gibt's aber auch einen besseren Trick mit dem Kaktor, oder weiß ich, wie er es heißt. Ein Kaktorius heißt er. Mit dem Riesenkaktor auf jeden Fall. Ja, genau der. Da gibt's auch einen guten Trick. Ich habe Zorn bei jedem, oder Askese, weiß ich nicht. Und dann bei den Waffen ja, Ekstasewandler und genau. Das ist ja dasselbe mit Don Tomberry. Je mehr der Gegner plattgemacht hat, umso mehr Schaden kriegt er durch den Tomberry. Das heißt, du kannst nach 2-3 Mal umgebracht werden. Am geilsten ist natürlich noch Autophönix irgendwo drauf. Dann kannst du die Konsole eigentlich, kannst du, weiß ich nicht, deine kleine Schwester Gamepad in die Hand drücken und sagen, hier, mach mal 2 Stunden. Na gut, ich habe nur eine ältere Schwester und ich glaube, die würde mich nur schief angucken, wenn ich fragen würde, ob sie mich rein schließen zocken will. Und dann nochmal 200 HP. Nee, aber also so alles in allem war das jetzt gemeint. Es bleibt theoretisch dasselbe, nur dass ich halt an Don Tomberry relativ später erst rankomme. Aber haben wir halt dementsprechend noch ein kleines bisschen Probleme bis dahin. So, Riku, welchen Weg wählen wir? Richtung Almosen würde ich vorschlagen. Und dann noch Rauben. Dann Rauben ist eigentlich immer gut. Oben lang, hier bei der Allesbrecher. Hier haben wir Bestechen. Das ist nämlich... Müsste hier in der Nähe Rauben sein. Die haben wir... Riku haben wir nämlich hier unten stehen und bis da oben, da sind ein paar Felder. Geschenk. Ja, du musst aber auf jeden Fall nach oben. Angriffskraft, HP. Also HP-Felder müssen wir dringend einsammeln. Was haben wir hier? Hier haben wir Rauben. Also gehen wir den rechten Weg. Wo ich kaum HP-Felder sehe. Das nervt mich gerade ein bisschen. 24 haben wir mit der. Dann nehmen wir erst da oben die 2 HP-Felder mit und gehen dann da rein. Ja, das ist eine gute. Wir bewegen uns hierhin. Weil HP braucht die Arme auf jeden Fall, weil 360 oder was er da hat, ist definitiv viel zu wenig. Die ist ja schon teilweise ein One-Hit-Wonder. Durch den Kimari. Kimari etwa Rauben? Nee. Will sich aber auch lohnen, finde ich. Mit Dragoni kann er ja seine MP wiederherstellen und bei jedem Angriff einen Rauben machen. Dragonik ist mit einer der Attacken, die ich am allerwenigsten benutze, weil ich sie halt nachher oben bei den Wormsus einsetzen werde. Um jetzt doch nochmal böse zu spoilern. Aber die ganze Arbeit, warum soll ich sie mir machen, wenn ich sie sowieso bei den Wormsus holen kann? Nein, ich meine ja, wenn man mit Kimari Rauben erlernt und dann Rauben kostet ja glaube ich 10 MP, dann bei jedem Angriff Rauben anwendet, dann halt ab und zu mit Dragonik die MP wiederherstellen. Das würde eigentlich ziemlich einfacher Weg sein, um an Items zu kommen. Theoretisch. Also bei mir haben irgendwie alle Charaktere Rauben erlernt. Oder viele. Was mach ich denn da? Ja, Raum war ja attackieren und klauen gleichzeitig, ne? Ja, genau. Rauben war attackieren und klauen gleichzeitig.
Ja. Na komm schon. Mein Gamepad und ich, wir streiten uns heute so ein klein wenig. Ich weiß auch nicht, was los ist. Baue ich jetzt hier unseren, baue ich nicht, da ich nur diesen Weg gehen kann, alles klar. Das hat auf jeden Fall schon einiges an AP, an HP gut gemacht. Wie viel hat sie jetzt? 1100, das funktioniert ja. Ich habe irgendwie ein Problem, an meinen Aschenbecher ranzukommen. Weil das Kabel von dem Headset nicht lang genug ist, so hab's. Ja, ich werde jetzt gleich auch definitiv mal eine kurze Pause einlegen, so Zigarettenpause und Luftholpause. Ich rauche ja nicht, ich vernichte nur. Ja, also, nee, also ich rauche wirklich nicht. Ich vernichte, damit Minderjährige nicht an Tabak kommen, aber irgendwie war die Tabakindustrie schon immer gegen mich. Also die arbeiten definitiv gegen mich. Ja, dann muss ich zugeben, dass ich selbst noch nicht mal volljährig bin. Dann finde ich das nicht, finde ich das jetzt nicht okay, wenn du... Ja, was? Nein, jedem das seine, definitiv. Ich wünsche dir einen guten Genuss deiner Zigarette. Vielen Dank. Bin interessiert. Ja gut, ich bin 17,5 Jahre alt. Nee, das war jetzt eher gemeint, so dass du interessiert das, wenn du dir jetzt noch eine Zigarette anmachst. Ich glaube nicht, wenn du jetzt an einem Polizisten schön betonen, vorbeirennst, dass er dann sagt, hör mal, du, die muss jetzt aber ausmachen, ein halbes Jahr warten. Nee, also das würde ja auch nichts bringen, wenn mich das Ordnungsamt oder so beim Rauchen erwischen würden. Das würde gar nichts bringen, also deswegen höre ich ja nicht auf, wenn sie mir das Zeug abnehmen. Blitz und etc. will ich sowieso nicht haben. Mir stumm. Aber Unheil bringt eigentlich irgendwie gar nichts, verwende ich nicht. Glück heben für kritische Treffer, ja, ein großes Kino, Daumen nach oben und... Naja, was sind wir hier oben? Hast... Einen dritten Charakter mit Hast wäre natürlich gut. Wobei ich immer noch nach Hastgar am Suchen bin, aber ich glaube, da suche ich mir noch einen Rabbeligen drauf irgendwie. Soll ich auf jeden Fall anschaffen, bevor du zum Berger Gargasset kommst? So böser Mensch mit komischen runden Kugeln und Elementangriffen. Weil ich gerade immer überlegen bin. Rote Kugel. Warst du schon an bestimmten Stellen, wo du in bestimmten Eisgegenden warst? Nö. Oder ich kann damit jetzt nichts anfangen. Ich glaube, das kommt aber demnächst. Nach der vor der Stelle eben. Klar. Oder nach? Vor. Ja, das kommt noch. Also, Entschuldigung fürs Spoilern. Ja, jetzt kommt ja als nächstes kommt ja die Sphäromasse. Als Boss hatte ich ja gerade eben schon gespoilert, dass wir die jetzt, in dieser Folge nicht mehr, beziehungsweise das sind jetzt schon zwei Folgen, die jetzt hier im Laufen sind, die werde ich nach 25 Minuten jeweils trennen. Jetzt kommt erstmal die Sphäromasse, dann kommen wir ja im Makarania-Tempel an, wo wir eine sehr große über... Ja, da sind wir ja nachher noch irgendwo gefangen und böse Kämpfe und stinkt da und... vor dem Makalania-Tempel wird uns halt noch eine große Überraschung entgegentreten. Also seid gespannt, was uns in den nächsten... Ja, also... Ich würde mal behaupten... Ja, so spätestens in 5-6 Folgen, ab jetzt gerechnet, was wir da noch erleben werden. Na, geh erstmal hier. Jetzt sind wir auch schon fast durch, danach fehlt uns nur noch Lulu. Und da kann ich mit dir zusammen ja mal gucken, wo ich die Garzauber denn... wo sich denn die Garzauber hier versteckt haben. Das ist ja... schon nicht mehr schön, Mensch. Ich würde auf jeden Fall noch für Lulu, würde ich dann noch Sub-Spirit und Sub-Vita lernen. Ist ja auch Schwarzmacht gehen, dann kannst du da ja auch mit ihrer Ekstase das aus... Ja, ich muss halt immer gucken, dass ich mit meinen... ja, du hast Gamepad. Sag schon, mit meinen Schritten halt halbwegs ordentlich umspringe. Also hier unten haben wir auch Bio, ich war am überlegen Bio, aber wann setzte mal Bio ein jetzt am Anfang? Nirgendwo.
komme dann erst in der Sanubia-Wüste. Die kannst versteinern. Also habe ich dann immer gemacht bei den Riesenwürmern. Oh, da hast du wieder meine Diskussion am Anfang. Ich hatte immer ewig gekämpft. Ich mag Stein irgendwie nicht, ich weiß nicht. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es, ne, wie gesagt, jedem das seine, definitiv, aber ich finde, es lohnt sich mehr, schnell viele Kämpfe zu machen, als einmal ein paar mehr für ein vernichtend. So, dann haben wir sie hier auch noch mit Protoss. Wie gesagt, deine Meinung akzeptiere ich voll und ganz, wenn du sagst, du spielst so nicht. Klar, wie gesagt, jeder spielt es auf seine Art und Weise. Ich denke, dass es so für meine Art des Spielens, wie ich halt vorankommen will, am besten ist, weil so staube ich relativ viele AP ab und komme aber auch schnell genug voran, um halt da zu leveln, wo ich mir die Ziele gesetzt habe. Nochmal wegen Sub-Spirit und Sub-Vita, ich glaube, wenn du einen Schwarz-Sphäroid hast, dann müsste es gehen. Also so habe ich es gemacht. Spezial-Sphäroiden habe ich im Moment auch nur noch ein paar Level 1 Sphäropass und den Fortuna-Sphäroid. Dann ein Schwarz-Sphäroid, da kannst du Schwarz-Magie von anderen Charakteren erlernen, ohne irgendwelche Schritte gehen zu müssen. Zwei Stück. So, jetzt mein Lieblingszauber, genau, Reflect. Sub-Vita und Sub-Spirit lernen. Ne, der wird demnächst so häufig eingesetzt werden. Also spätestens auf der stillen Ebene wird es eingesetzt. Weil er so ein doofes Großmaul ist, das mich nicht in Ruhe lassen will. Ist da ein Schritt drin oder ist da keiner drin? Ne, da ist keiner drin, ich war mich schon im Wundern. So Leute, wir sind durch mit dem Sphärobrett. Ja, viel Gerede, fast eine Stunde Gerede für fast gar nichts. Weil eigentlich ja ein Albedbuch gefunden werden sollte, das aber doch nicht da war, weil, ja, wie er schon sagte, entweder Spielefehler oder ich bin zu doof für dieses Spiel. Was natürlich auch sein kann, also hier und da habe ich mich schon mal verplappert, da bin ich dran vorbeigelaufen. Im Titel steht immer noch dick und fett 100%. Leute, ich werde mich dran halten. Ihr werdet die 100% sehen. Ihr werdet jedes Monster eingefangen bekommen. Ihr werdet alle Secret-Bosse sehen. Ihr werdet alle Eons sehen. Und vor allem werdet ihr einen Kampf... So, und die Festplatte war am Schmoren und sie war am Kugeln und sie war auch am Brennen. Nein, sie war einfach nur knatschevoll. Sorry, dass ich den Satz nochmal neu anfangen muss. Wie gesagt, ihr werdet alle Bosse sehen, alle Secret-Bosse. Ihr werdet alle Eons sehen. Und natürlich Black Eons und zum... höchsten Vergnügen steht dann auch irgendwann nochmal der Richter höchstpersönlich uns gegenüber. Wie ihr euch denken könnt, oder zumindest die Leute, die dieses Spiel kennen, wissen, dass uns da dementsprechend noch sehr, sehr viele Parts erwarten werden, bis wir halt dort angekommen sind. Aber ich möchte dieses Projekt voll und ganz genießen mit euch zusammen und mit dem einen oder anderen Gastkommentar. Wie gesagt, du bist gerne eingeladen, melde dich, wenn du siehst, ich bin online, frag, ob ich gerade aufnehmen will oder so. Ich nehme dich jederzeit wieder gerne mit rein. Ja, alles klar, ich bin gerne dabei. Gut, Leute, das heißt, im nächsten Part geht's weiter zum Boss. Ich habe ihn ja, wie gesagt, jetzt spoiler ich ihn zum dritten Mal, und steht die Sphäromasse gleich gegenüber, beziehungsweise im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Ich bin IceAge88, mein Gastkommentator. King of Demons, und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann, haut raus, ciao!